Was vor wenigen Jahren noch wie Stoff aus einem Science-Fiction-Film klang, ist heute schon Realität. Trends wie Virtual Reality entwickeln sich in rasantem Tempo weiter und zeigen, dass technologische Innovationen auch jenseits von Experimenten und Computerspielen funktionieren. Doch wie nutzt beispielsweise ein Hersteller von Badezimmermobiliar wie Villeroy & Boch eine Technologie, die ursprünglich für die Darstellung von Computerspielen entwickelt wurde? Wir haben ein Virtual Reality Tool entwickelt, mit dem man Badezimmer virtuell begehen kann. Das heißt, man setzt sich eine Brille auf, wird getrackt und kann sich dann virtuell durch sein persönliches Badezimmer bewegen. Das ist im Grunde genommen für die Händler, damit, bevor ich mir mein Badezimmer bei mir einbauen lasse, ich mein Badezimmer virtuell in echter, maßstabsgetreuer Größe begehen kann. Großartig. Also dadurch, dass ich wirklich das, was ich mir vermeintlich als neues Bad kaufen, planen lassen möchte, wirklich einmal erlebt habe, ist diese Vorstellung von einem 2D-Strich zu einem, ich gucke mir die Pflanzen an, ich gucke aus dem Fenster, großartig. Kunden und Vertriebspartner sind schon jetzt begeistert. Es bleibt wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Branchen das Potenzial solch innovativer Technologien für sich entdecken.